So, kommen wir zum Controlling Teil 5. Ich hatte Sie hier gebeten, sich die Lernkontrolle anzuschauen und selbstverständlich werden Sie erkennen, wenn Sie die Lernkontrolle sich selbst angeschaut haben und auch meine sonstigen Vorlesungen kennen. Zum einen kann man erkennen, dass das so die wichtigsten Punkte eigentlich sind, die in den vorigen Folien behandelt worden sind und zum anderen eben auf einem aggregierten Niveau eben keine Detailabfragen. Und dementsprechend natürlich auch immer nicht, sage ich mal, nicht prüfungsunrelevant, wenn ich mal das so ausdrücken möchte. Also genau, kommen wir zum Punkt Nummer 1 hier. Warum bezieht das Controlling weitere Informationsquellen neben den Daten des Rechnungswesens mit ein? Und da habe ich am Anfang relativ viele Ausführungen zu gemacht, weil es ja um eine ganzheitliche Steuerung geht und man dann eben mehr Informationsquellen braucht, als eben nur die Rechnungswesenszahlen. Nehmen Sie das Beispiel von Research in Motion, das heißt also BlackBerry, auch die hatten mit Sicherheit, als der Niedergang begann, das bedeutet also, als die Ersatzprodukte von Apple beispielsweise auf den Markt kamen, immer noch ganz hervorragende Rechnungswesenszahlen, weil der Absatz noch stimmte. Man hätte aber zu diesem Zeitpunkt natürlich schon antizipieren müssen, dass sich der Markt verändert mit den entsprechenden Konsequenzen für die eigene Organisation und deshalb weitere Informationsquellen für eine ganzheitliche Steuerung. So, wovon hängt das Controlling-Interesse einer Organisation ab? Und da ist es natürlich so, zum einen vom Geschäftsmodell, also siehe zum Beispiel das ganze Thema Lufthansa. Ich habe Ihnen das Beispiel ausführlich beschrieben mit diesem Miles & More. Und natürlich auch von den spezifischen Rahmenbedingungen in so einer Organisation, wenn wir jetzt wieder an die Verwaltungsinformatik denken. Auch die hat ein Geschäftsmodell, also auch Verwaltungen haben ein Geschäftsmodell logischerweise, nämlich die sogenannte Genetik einer Organisation. Und davon hängt es natürlich genau ab, was will ich erreichen, was sind meine Zielsetzungen. Das führt auch schon zur dritten Frage, warum sind Unternehmensziele der Ausgangspunkt für die Ausgestaltung des Controlling-Systems? Weil natürlich die gesamten Ziele einer Organisation auch die Aktionen vorgeben. Also wenn ich sage, ich möchte gerne in 5 Jahren umsatzstärkster Anbieter in Deutschland sein, dann muss ich entlang oder auf Basis dieses Ziels gewisse Aktionen starten, beispielsweise Personal einstellen, Werbung schalten, neue Produkte entwickeln und so weiter. Und dieses, ob eine Werbekampagne erfolgreich geworden ist oder eben ob ich genug Personal eingestellt habe, das beobachte ich natürlich über das Controlling-System. Das weiß also quasi abgeleitet aus den Zielen, was es prüfen, steuern, analysieren muss. Nummer 4, was versteht man unter dem Regelkreis der Steuerung? Den haben wir auch behandelt und das sollte man auch wirklich nicht vergessen, weil dieser Regelkreis der Steuerung so ein, ja, quasi schon eine betriebswirtschaftliche Binse ist. Und das bedeutet natürlich Planung, also erstmal grundsätzlich die Planung, dann eine Soll-Ist-Abweichung, eine Abweichungsanalyse und schließlich die Gegensteuerung. Deswegen auch immer Regelkreis der Steuerung, weil natürlich dann die Planung auch im Folgenden wieder beginnt. Warum ist das Berichtswesen die wichtigste Informationsquelle für das Management? Naja, weil das ja die einzige Informationsquelle sozusagen ist. In dem Berichtswesen werden eben die Daten aufbereitet, werden auch vielleicht Empfehlungen kommen mit eingearbeitet seitens des Controllings beispielsweise. Und es hat halt gar keine andere Quelle, das Management, als das Berichtswesen aus den einzelnen Bereichen. Und dementsprechend, weil hier also wirklich die Informationen extrahiert werden und man spricht dann auch oft von einem Steuerungscockpit, was man dort wirklich präsentiert. Und wenn man in Literatur reinschaut, sieht man das auch genau in diesem Sinne. So, wie kommen die Inhalte eines Berichts zustande? Erläutern Sie auch gerne ein selbstgewähltes Beispiel. Das habe ich ausgeführt. Es geht um die Merkmale im System. Ja, also die Berichte ergeben sich in der Regel aus systemischen Quellen wie aus dem Rechnungswesen. Und da könnte man als Beispiel heranführen, also eine Information könnte sein, Umsatz pro Kunde pro Region beispielsweise. Das wäre dann ein solches Beispiel. Das heißt, durch Merkmale, systemische Merkmale, gegebenenfalls noch angereichert durch Zusatzinformationen, beispielsweise eine Marktanalyse einer externen Firma beispielsweise, das wäre denkbar. Also immer aus bestimmten Merkmalen, die ja, zumeist eben in einem Standardsoftware-System
hinterlegt sind. Nummer 7 sollte man auch immer sich merken. Es geht ja um die grundsätzliche Voraussetzung, wann ein Bericht überhaupt wirken kann. Und da sind eben drei Merkmale ganz wichtig. Validität der Daten, also die Zahlen müssen stimmen, sonst macht es überhaupt keinen Sinn, mit diesen Zahlen oder Daten zu arbeiten. Zweitens die Aktualität der Daten, nämlich dass die Daten, die ich gerade verwende, auch wirklich dem aktuellen Sach- und Wissensstand entsprechen. Und drittens eine einheitliche Nomenklatur. Da hatte ich auch eine zusätzliche Folie noch dargestellt, dass eben in Firmen oftmals Probleme bei dieser Nomenklatur existieren. So, warum ist die Unternehmenssteuerung die wichtigste betriebswirtschaftliche Aufgabe? Weil es eben bedeutet, dass man aktiv Management betreibt. Das heißt, wir warten nicht, bis man reagieren muss, sondern wir versuchen frühzeitig selber und eigenständig entsprechend zu agieren. Das bedeutet auch ganz konkret, wir haben das auch an dem Beispiel von BlackBerry gesehen, dass man eben den Markt beobachtet. Und wenn man den Markt beobachtet, dann ist man in der Lage, frühzeitig zu erkennen, Mensch, da kommen jetzt zusätzliche Wettbewerber auf den Markt, gefährden die meine Position, sind es vielleicht auch Kooperationspartner. Also ganz früh anzusetzen und eben zu antizipieren, wie sich gewisse Dinge entwickeln, das gehört eben zur Unternehmenssteuerung dazu und ist eine der wichtigsten Aufgaben von Managern. Das heißt auch, Unternehmensführer oder auch Verwaltungsführer oder Leiter oder Vorstände oder wie auch immer, haben die Aufgabe, eben Entscheidungen zu treffen. Deswegen weiß man auch, gibt nichts Schlimmeres als Vorgesetzte, die keine Entscheidungen treffen. Das heißt, man kann sich durchaus auch mal bei einer Entscheidung irren, aber nichts zu tun, reaktiv zu bleiben, ist das Gefährlichste, was einer Organisation überhaupt passieren kann. Warum formuliert das Controlling Anforderungen an die Vorsysteme? Jetzt könnte man entgegenhalten, ja, wer soll es denn eigentlich sonst tun? Die Unternehmenssteuerung, das hatten wir gerade bei der vorigen Frage ausgeführt, ist absolut entscheidend. Und danach muss ich natürlich auch alles, was systemisch an Informationen bereitgestellt wird, dieser Unternehmenssteuerung und diesen Anforderungen, ich möchte das mal drastisch ausformulieren, unterwerfen sozusagen. Das heißt, die Systeme sind ja nur Systeme. Das heißt, sie müssen einem übergeordneten Zweck dienen, in diesem Fall natürlich der Unternehmenssteuerung dienen. Das heißt, wir müssen sie so ausrichten, dass sie uns die Informationen liefern, die wir für die Steuerung der Organisation brauchen. Und deswegen muss Controlling, wer denn sonst, diese Anforderungen an die Vorsysteme auch ganz klar formulieren. Nummer 10, unterliegt das Controlling gesetzlichen Vorschriften, begründen Sie Ihre Entscheidung? Nein, natürlich nicht. Warum? Ist ja hier die Frage, ja, weil es einfach ein ganz individuelles Instrumentarium ist und rechtliche Vorschriften hierfür nicht existieren, sondern wir haben halt rechtliche Vorschriften in genormten, sage ich mal, Betriebsfunktionen, wie beispielsweise in der Buchhaltung oder wenn Sie über Personalabrechnung nachdenken und so weiter. Aber hier ein Steuerungsinstrumentarium, was man selbst gestalten kann, das unterliegt dann natürlich auch keinen gesetzlichen Grundlagen. Die Finanzbuchhaltung liefert an das Controlling die Information, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 20% gestiegen ist. Kann diese Meldung aus Sicht des Controllings als Erfolg gewertet werden? Es hört sich natürlich zunächst mal gut an, aber wir wissen ja, wenn es aus der Buchhaltung kommt, dass es immer ein Vergangenheitswert ist. Also schon mal vorsichtig, Achtung, Vergangenheitswert. Zweitens, steigender Umsatz heißt nicht steigender Gewinn. Das wissen wir auch aus unseren Rechnungswesen-Vorlesungen. Nächster Aspekt, warum die 20% nicht per se gut sein könnten, wäre beispielsweise, wenn die Konkurrenz 30% Umsatzsteigerung hat, dann sollte ich mir Gedanken machen, warum ich oder meine Organisation nur 20% Umsatzsteigerung erzielt hat. Also einfach diese Information singulär dahinzustellen und zu feiern, ist mit Sicherheit im Sinne eines Controllings, einer Gestaltung oder Unterstützung der Steuerungsfunktion des Managements unzureichend. Nummer 12, die Finanzbuchhaltung liefert an das Controlling die Information, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 20% gestiegen ist.
Fällt die Analyse des Controllers in den Bereich des strategischen Controllings? Nein, natürlich nicht. Es sind ja Zahlen, es ist sehr stark operativ bezogen auf unternehmensspezifische Geschäftsvorfälle. Deswegen ist es hier natürlich eine Ausrichtung oder eine Fragestellung des operativen Controllings und nicht des strategischen. Das Strategische würde eben in die nächsten 4, 5, 6, 7, 20 Jahre blicken wollen. So, ist das strategische Controlling primär unternehmensbezogen? Nein, unternehmensbezogen ist natürlich das entsprechende operative Controlling. Hier geht es bei dem strategischen Controlling vornehmlich um umweltbezogene, umfeldbezogene Fragestellungen für die Organisation. Gut, dann hatte ich Sie des Weiteren gebeten, sich die Earned Value Analyse anzuschauen. Ich habe es ausgeführt, ein sehr, sehr gutes Instrumentarium. Wir haben hier oben auch die entsprechenden Informationen für diese Aufgabenstellung. Wir sehen es hier, wir haben 2 Jahre Laufzeit eines Projektes. Wir haben ein Gesamtbudget von 345.000 Euro. Wir haben die Projektverlängerung ist ausgeschlossen, ein wichtiger Punkt, weil die Fragen hier unten natürlich in diese Richtung gehen könnten. Also eine Projektverlängerung ist ausgeschlossen. Im 21. Monat hat das Projekt einen Fertigstellungsgrad in Höhe von 60%, das ist ja vorgegeben. Die Kosten belaufen sich auf 288.000 Euro. Dann mal zunächst die Frage, wie hoch ist der Fertigstellungswert im 21. Monat? Das ist, glaube ich, relativ einfach zu beantworten, nämlich die 345.000 Euro geplante Kosten mit dem Fertigstellungsgrad in Höhe von 60% ergibt dann einen Fertigstellungswert von 207.000 Euro im 21. Monat. Frage, wie hoch ist erstmal die Planabweichung im 21. Monat? Auch das, glaube ich, ist relativ gut zu berechnen. Wir haben die 207.000 Euro, die wir im Soll hätten eigentlich erreichen sollen. Aber entsprechend, wenn wir jetzt das Ganze dividieren zu dem Wert, den wir im 21. Monat haben müssten, also 345.000 dividiert durch 24 multipliziert mit 21, dann kommt daraus 301.875. Das bedeutet dann ein Minus, also eine negative Planabweichung von 94.875 Euro. Mit der Konsequenz natürlich auch, die man ja schon erahnen konnte. Ja? Also wenn ich mich im 21. Monat bewege und wir haben 345.000 und wir haben nur noch 3 Monate und sehen 207, der hätte bei jedem normalen Menschen schon die Warnlampen angehen müssen. Das bezieht sich gleich auf die Fragen, die hier unten dann auch noch kommen werden. So, wie hoch ist die Differenz zwischen Fertigstellungswert und Istkosten im 21. Monat? Das sehen wir hier oben. Die Istkosten belaufen sich auf 288.000 und das bedeutet dann auch, bei den Istkosten im Vergleich zum Fertigstellungsgrad haben wir auch nochmal deutlich mehr ausgegeben, als wir eigentlich ausgegeben hätten sollen zu diesem Zeitpunkt. Ja, also das kommt auch noch hinzu, dass wir dementsprechend auch einfach hier deutlich mehr Geld ausgegeben haben, als der Fertigstellungswert es eigentlich vorgesehen hätte. Das heißt, hier haben wir sogar noch ein Minus oder auch ein Minus hier in Höhe von 81.000 Euro. Worum geht es mir bei diesen ganzen Aufgaben, beziehungsweise was mir eigentlich am wichtigsten, weil diese einfachen Zahlen auszurechnen, das traue ich Ihnen zu, sondern es geht eben darum, zu interpretieren. Und jetzt kommt zunächst mal die Frage, wodurch könnte die Differenz hier bei drittens eigentlich zustande gekommen sein? So, wir sehen also zum einen, wir haben die 207.000 Euro, die sollten wir bei 60% unabhängig von der Monatsscheibe erreicht haben. Wir sehen, wir haben allerdings 288.000 Euro ausgegeben, das heißt, wir haben auch viel mehr ausgegeben, um diese 207.000 zu erreichen. Pi mal Daumen gerechnet, weiß nicht, 30%. So, wodurch könnte die Differenz entstanden sein? Na, zum einen Preiserhöhung. Ja, also die Preise könnten deutlich gestiegen sein. Das ist ein Aspekt. Ein zweiter Aspekt wäre, wir haben jetzt einfach, wie man hier auch erkennen kann, deutlich mehr reinstecken müssen, um ein geringeres Ergebnis zu erzielen. Das heißt, wir müssen uns irgendwo verkalkuliert haben. Das heißt, wir haben einen höheren Ressourceneinsatz gehabt als geplant.
Weitere Interpretation wäre beispielsweise, wir haben die Ressourcen, die wir mal geplant hatten, einfach falsch eingesetzt, das heißt unwirtschaftlich eingesetzt, und dadurch brauchten wir mehr Ressourcen und so weiter und so weiter. Es ließen sich hier mit Sicherheit noch viele weitere Gründe finden, warum diese Abweichung zustande gekommen sein könnte. Frage 5: Ist zu erwarten, dass das Projekt noch zum Erfolg geführt werden kann? Begründen Sie Ihre Entscheidung. Wenn man sich das jetzt in den Gesamtumständen hier anschaut, ein paar Sachen habe ich hier oben schon erläutert bzw. andiskutiert, dann dürfte klar sein, dass es nicht zu erwarten ist, dass wir das Ganze noch aufholen können. Woran liegt das? Also, wir befinden uns ja schon im 21. Monat und deswegen ist ein Aufholen in den letzten 3 Monaten, deswegen stand in der Aufgabenstellung auch, eine Projektverlängerung ist ausgeschlossen, überhaupt nicht mehr zu erwarten. Wir befinden uns im 21. Monat und haben erst 60% erreicht. Wieso soll bei der Historie des Projekts zu erwarten sein, dass man die letzten 3 Monate noch 40% draufpackt sozusagen? Wir befinden uns auch schon im 21. Monat, haben im Ist aber deutlich mehr ausgegeben als geplant hier. Was deutet da darauf hin, dass wir quasi mit noch einem höheren Ressourceneinsatz jetzt auf einmal ja besser agieren und das Ganze aufholen könnten? Und wenn wir jetzt nur mal drauf schauen, was wir bisher erreicht haben und haben nur noch 3 Monate, dann ist es natürlich grundsätzlich schon nach aktuellem Projektstand nie und nimmer zu erwarten, dass man das noch aufholen kann. Frage 6: Haben das Projektmanagement und beziehungsweise das Projektcontrolling im vorliegenden Fall versagt? Hier habe ich beide Begriffe eingeführt, weil Management bedeutet eben auch umzusetzen, was das Controlling natürlich vorschlägt. Und offensichtlich muss hier irgendjemand versagt haben, denn das Projekt kann ja gar nicht mehr zum Erfolg geführt werden, das haben wir bei 5 schon herausgearbeitet. Und das Projektcontrolling hätte die Entwicklung natürlich viel früher erkennen oder antizipieren müssen, und das Projektmanagement hätte es artikulieren oder auch steuern und eingreifend agieren müssen. Und wenn eben auch das Projektcontrolling informiert hat und das Projektmanagement nicht reagiert hat, dann liegt die Verantwortung beispielsweise auch beim Management. Das kennen Sie ein Stück weit aus den Vorlesungen mit Sicherheit zum Projektmanagement. Sie haben ja auch bestimmte Gremien dafür. Sie haben auch nochmal Projektrisikomanager, Sie haben noch einen Lenkungsausschuss und was weiß ich nicht alles. Das heißt, offensichtlich sind doch hier Fehler gemacht worden, wenn wir uns im 21. Monat befinden und 60% Fertigstellungswert haben mit einem absoluten Wert dann von 207.000 Euro. Ja? Und eine Abweichung von ja, einem Drittel sozusagen. Also offensichtlich sind hier Mängel gemacht worden. Mängel gemacht worden. Fehler gemacht worden. So rum ist es richtig. So, gehen wir einen Schritt weiter. Was ist denn so der Werkzeugkasten? Jetzt stellen wir uns die Frage, was macht eigentlich oder wo bedient sich eigentlich der Controller? Wir haben diesen Werkzeugkasten dann nochmal im Weiteren auch für das IT-Controlling, aber hier mal im Allgemeinen betrachtet. Zum einen haben wir natürlich in einem, sage ich mal, typischen Unternehmen auch oder auch einer Verwaltung so Basissysteme. Das ist natürlich hier die Buchhaltung. Das sind auch Zeiterfassungen, wenn die Mitarbeiter ihre Zeiten erfassen, um Ressourceneinsätze beispielsweise messen zu können. Das sind in der Industrie natürlich auch Betriebsdaten, Ausfallzeiten, Zahlen beispielsweise auch zur Produktion, zum Output der einzelnen Betriebsteile beispielsweise. Wir haben hier den Ressourceneinsatz, den wir bemessen können, nämlich Material- und Lagerbuchhaltung, wenn wir den Produktionsprozess anstoßen und die Ressourcen einsetzen. Und deswegen gibt es auch hier viele weitere Basissysteme, die man da nutzen kann. Also, was sind so die typischen Elemente eines Werkzeugkastens für den Controller? Na, einige Sachen kennen Sie natürlich schon. Grunddaten sind natürlich immer Kostenarten, Kostenstellen, Kostenträger. Die sind hier auch noch schon mal dargestellt. Die Deckungsbeitragsrechnung und die Ist-, Soll- und Plankosten. Und deswegen sind hier auch fett dargestellt, weil wir das natürlich auch in unseren Vorlesungen, in den vorigen Vorlesungen auch schon gehabt haben. Dann haben wir das Thema eben Prozesskosten. Da gehe ich, wie gesagt, nicht drauf ein. Das mache ich mit der Verwaltungsinformatik ein ganz wenig in der Vorlesung Digitale Transformation der Verwaltung, weil da geht es natürlich immer um
Geschäftsprozesse Industrie 4.0 bedeutet, beispielsweise Abbau eben auch von Schnittstellen. Und da gehen wir da ein Stück weit drauf ein. Und dann gibt es noch eine eigene Projektkostenrechnung, das hatte ich glaube ich schon mal erwähnt. Die ist aber relativ komplex und eben nicht für alle Bereiche grundsätzlich geeignet oder kann dafür herangezogen werden. Und aus dem Grund behandeln wir die auch nicht. Dann haben wir das ganze Thema Planung. Da habe ich jetzt auch schon in diesem Teil Controlling einiges zu gesagt. Wir haben natürlich eine Jahresplanung, die gibt es de facto immer. Ja, das macht man sowieso immer. Dann haben wir eine strategische und Mittelfristplanung, zum Beispiel 5 Jahre. Die ist übrigens auch in der Verwaltung vorgeschrieben. Das gilt nicht nur für Unternehmen. Dann haben wir das Thema Kosten- und Ergebnisplanung. Also wo lande ich? Was ist mein geplanter Gewinn in der jeweiligen Periode? Wir haben das gesamte Thema Budgetierung. Also wie breche ich das dann auf einzelne Organisationseinheiten hinunter? Auch Budgetierung ist natürlich ein fast eigenes Managementgebiet, weil das auch nicht ohne weiteres oder so ganz einfach zu behandeln ist, das Thema. Und wir haben die Bilanzplanung, die ist jetzt hier auch nochmal fett dargestellt. Der Grund dafür liegt einfach darin, dass wir so eine Bilanzplanung hier auch am Ende der Vorlesung Controlling im Kleinen zumindest auch mal durchführen wollen. Dann haben wir das ganze Thema Reporting. Sie merken schon, auch hier spiegeln sich diese Grundelemente, die wir ganz am Anfang besprochen haben, zu Controlling wieder. Also über Berichtssysteme und eine Hierarchie habe ich schon gesprochen. Da habe ich das Beispiel genannt, dass wir oben den Gesamtumsatz haben und ganz unten vielleicht den Umsatz pro Fahrzeug in einer spezifischen Region. Das sollte eben immer eine Hierarchie sein, eine Pyramide, von der habe ich gesprochen. Kurz habe ich das Thema Kennzahlen angesprochen, auch da, also wenn man Dinge ins Verhältnis setzt. Und was wir im Reporting immer haben, sind eben so Standardberichtswesen und eben auch Ausnahmeberichte. Irgendwas geht mal schief, dann muss man sich da hinsetzen und das Ganze gegebenenfalls auch, händisch vielleicht aus dem System heraus generieren und dann in einen manuellen Bericht überführen. Beim Thema Wirtschaftlichkeit geht es eben um verschiedene Sachen. Da haben die Wirtschaftsinformatiker und die angewandte Mathematik, haben das glaube ich auch im Bereich Finanzierung, sicherlich einiges gehört. Die Verwaltungsinformatiker haben da auch mit mir nochmal zu tun sozusagen, weil das hier unten ist zum Beispiel eine Standardvorgehensweise des Bundes zur Bemessung vom Erfolg von Wirtschaftlichkeitsanalysen. Und Basis ist natürlich immer der Kapitalwert, das trifft hier viele Bereiche danach. Wir haben hier so eine Nutzwertanalyse, die eben nicht nur oder nicht die Kapitalwerte heranzieht, also monetäre Werte, sondern durchaus auch andere Werte heranziehen kann und so weiter. Will ich im Detail aber nicht drauf eingehen. Auch diese Liste ist sicherlich nicht abschließend. Also wir brauchen die Kostenrechnung, wir brauchen Planungselemente, wir brauchen Berichtselemente und Fragen eben der Wirtschaftlichkeit. Die spielen hier alle in diesen Werkzeugkasten des Controllers hinein. Wie kann man das jetzt ein bisschen, ich sage es mal, weg von dem Abstrakten hin zu einer ganz konkreten Fragestellung bringen? Und wenn man dann hier mal auf diese drei sehr unterschiedlichen Organisationseinheiten mal draufschaut, dann dürfte klar sein, Facebook macht was anderes, als macht die Sparkasse, als macht Volkswagen sozusagen. Also stellen wir uns zuerst die Frage, womit verdient denn jetzt Facebook sein Geld? Und ich glaube, dass wir wissen, dass Facebook eben einen Großteil mit Werbung Geld verdient. Und jetzt stellt sich dann die Frage eben, wie macht Facebook das Ganze? Naja, also die Werbeeinnahmen steigen dadurch oder sind daran gebunden, dass der User sich die Werbung, die bei Facebook geschaltet wird, auch tatsächlich anschaut. Sie kennen das alle, wenn Sie bei Facebook sind oder auch auf anderen Kanälen unterwegs sind, dass dann sehr individuelle Angebote sogar geschaltet werden. Das heißt also, wir müssen sicherstellen, der User nutzt die Werbung auf meiner Facebook-Plattform. Das heißt fürs Controlling natürlich, also welches Interesse verfolgt das Controlling? Natürlich das Userverhalten zu beobachten, zu analysieren und durch Managemententscheidungen gegebenenfalls sogar zu beeinflussen. Und das sehen Sie auch ganz konkret bei all dem, was Facebook tut. Ja, es gab doch mal
vor ein paar Jahren, glaube ich, einen neuen Button, den sie da einführen wollten. Also nicht nur einen Like-Button und Unlike-Button, sondern andere Sachen. Was ist das? Das ist das Ergebnis von Controlling-Überlegungen, weil Facebooks alle Management-Entscheidungen basieren darauf, die Werbeeinnahmen nach oben zu treiben durch User-Beeinflussung bzw. durch User-Bindung. Und deswegen ist es so, dass Controlling eben sagt: Achtung, Achtung, Facebook-Leitung, wir müssen das Userverhalten nicht nur beobachten, sondern bestenfalls beeinflussen. Das würde bedeuten, wir müssen investieren in Bereiche, in denen dafür gesorgt wird, dass die Leute länger auf der Plattform bleiben. Und das ist hier bei Facebook, glaube ich, sehr, sehr nachvollziehbar und viele von Ihnen sind ja auch bestimmt dabei und können das sehr gut nachvollziehen. Gehen wir zu einem was ganz anderem, ne? Zum Bankenbereich, also zu einer Sparkasse, ja? Also eher was sehr Traditionelles, um es mal so freundlich auszudrücken. Das bedeutet hier, womit verdient eine Sparkasse ihr Geld? Naja, typischerweise mit Zinsen, nämlich dadurch, dass sie Geld verleiht und dann einen höheren Zinssatz verlangt von dem Kunden, der das Geld bekommen hat, als dass sie sich selbst leisten kann, selbst leihen kann bei der Europäischen Zentralbank. Dann das Thema Gebühren natürlich, wenn sie fürs Konto bezahlen müssen und so weiter und so weiter. Jetzt auch hier wieder die Frage, wie verdient dann die Sparkasse Geld? Naja, dadurch, dass eben diese Leistungen, wie beispielsweise ein Kredit oder das Konto, tatsächlich in Anspruch genommen werden müssen. Was ist dann das Controlling-Interesse? Natürlich das Verhalten der Kunden, der Kontakt mit dem Kunden, die Analyse der Kontostände und eben möglicherweise auch eine ABC-Analyse. Doch, die gibt es definitiv bei den Banken. Was eine ABC-Analyse ist, das zeige ich Ihnen auch im Rahmen dieser Vorlesung. Deswegen ist das hier auch fett dargestellt. Also, was mache ich denn? Wenn ich beispielsweise sehe, der hat auf seinem Konto, dieser Mensch, immer ganz, ganz viel Geld liegen, ja? So, hat aber bei mir keinen Kredit, was ja irgendwie blöde ist. Dann könnte man ihn zum Beratungsgespräch natürlich bringen und ihm sagen: Mensch, investieren Sie doch in eine Eigentumswohnung, Sie haben doch immer so und so viel Geld auf Ihrem Konto über. Wir können einen Kredit in Höhe von so und so anbieten, suchen Sie sich doch mal eine wunderschöne Immobilie aus. Sehr plump natürlich jetzt von mir dargestellt, aber vom Kern her ist es das, ja? Analysiere das Kundenverhalten, seine Kontostände und ähnliches. Versuche ihm ein Beratungsgespräch aufzudrücken, denn dann nehmen die Kunden die Leistungen in Anspruch und dann verdiene ich damit Geld. Ja? Und wenn Sie selbst Bankkunde sind, jetzt nicht bei einer Direktbank, sondern bei einer, sag ich mal, ganz normalen Bank, dann, na gut, als, ich sag mal, klassischer Student, kleines Würstchen, nicht viel Geld, ist man hinter Ihnen noch nicht so her. Aber genau so funktioniert das. Durch die Analyse des Kundenverhaltens im Kundenkontakt treten. Wichtig ist natürlich den Banken auch typischerweise immer, dass sie so am Ball bleiben. Denn für die Sparkasse wäre es jetzt auch sehr lukrativ, wenn sie, sage ich mal, der typische Durchschnittsstudent sind, der am Ende des Monats eben, ja, dem das Geld fehlt und der jeden Monat so ein bisschen vielleicht sein Konto überzieht, ist ja ein Träumchen für die Sparkasse bei den Zinsen, die ja bezahlt werden. Aber auch da wäre denkbar: Mensch, lieber Kunde, jeden Monat überziehst du dein Girokonto, das viel teurer, nimm doch gleich einen größeren Verbraucherkredit auf. Ja, würde auch die Bindung des Kunden an die Sparkasse beispielsweise erhöhen. Sie merken schon, da kann man unheimlich viel machen und sich auch überlegen, aber genau das macht es. Und da ist die Verbindung eben zwischen Unternehmenssteuerung ganz stark und dem Controlling-Interesse. So, gehen wir weiter, gehen wir wieder in einen ganz anderen Bereich, gehen wir zu Volkswagen. Natürlich verdient Volkswagen oder ist der Zweck auch des Unternehmens, Volkswagen Autos zu verkaufen. Ja, also wie verdient man damit Autos Geld? Ich glaube, das ist auch klar, durch Kauf, ja, durch Wartung, also wenn Sie die einzelnen Autohäuser betrachten, natürlich möglichst hochpreisig, deswegen versuchen die eigentlich alle Hersteller natürlich ihre Originalteile zu verkaufen und nicht irgendwelche Ersatzteile oder Substitutionsteile von freien Herstellern. Wie erreiche ich hier eine Bindung an Volkswagen und an die Autos und an die Wartung? Naja, klar, mit Kundeninformationen, Kundenzufriedenheit. Und wer von Ihnen schon mal seinen Wagen, und das ist egal, ob das jetzt bei Volkswagen ist oder bei einem anderen Anbieter,
in die Werkstatt gebracht hat, der wird ja fast schon ziemlich penetriert mit irgendwelchen, ja, wie zufrieden waren Sie denn jetzt eigentlich mit uns? Weil eben auch so Autos, ja, nichts sind, was man jede Woche, jedenfalls bei normalen Menschen, sich neu kauft, sondern dass einige Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, eine Bindung existiert. Und um diese Bindung zu erhalten, auch pro einer Neubeschaffung des Autos, muss ich die Kundenzufriedenheit nach oben treiben. Und dazu brauche ich Kundeninformationen, Kundenzufriedenheitsanalysen. Und das machen die ganzen Hersteller nämlich, um die Bindung zu erhöhen. Im Volkswagen-Konzern kommt natürlich noch hinzu, dass man das ganz geschickt macht, dadurch, dass man so viele unterschiedliche Marken hat, Skoda, Audi und so weiter, kann man dann den Kunden sozusagen auch, ich will mal sagen, routen, ja, in ein höheres Segment. Wenn Sie als kleiner Student vielleicht einen kleinen Skoda gefahren sind, dann muss es ja das Ziel sein von Volkswagen, dass Sie irgendwann Audi fahren. Und auf dem Weg kann man Sie als Konzern dann natürlich auch sehr gut begleiten. Deswegen Informationen über den Kunden, Kundenzufriedenheit. Als eine Auswahl, da gibt es mit Sicherheit natürlich auch noch mehr, was man sich überlegen kann. So, kommen wir zum Ende dieses ersten Teils zu den Fragen der Ergebnisrechnung und eben wie man das Ganze darstellt. Hier geht es mir darum, dass Sie wissen, was eine Ergebnisrechnung ist oder eben auch oft genannt eine Betriebsergebnisrechnung. Und hier steht es auch schon, die Ergebnisrechnung gibt es im internen und externen Rechnungswesen und dann im Weiteren das Betriebsergebnis geht entlang bestimmter Merkmale. Internes, externes Rechnungswesen sollte Ihnen klar sein. Das Ergebnis, die Ergebnisrechnung im internen Rechnungswesen sind die Erträge minus der Kosten, also aus der Kosten- und Leistungsrechnung. Und die Ergebnisrechnung im externen Rechnungswesen sind aus der Buchführung getriebene Erlöse und Aufwendungen. Das ist jetzt erstmal ganz einfach, das kennen wir ja schon. Das ist ja jetzt vielleicht uns nichts Neues. Dann geht es natürlich um die Periodizität. Das heißt also, wann macht man sowas? Monatlich, quartalsweise, jährlich? Hängt ganz stark von der Größe der Organisation natürlich ab. Das heißt also, ja, wie dringend oder wie erforderlich sind diese Informationen auch immer für das Controlling. Und auf der anderen Seite, wenn ich eben öfter diese Auswertung durchführe, dann bedeutet das natürlich auch zusätzlichen Aufwand. Insofern ist das auch immer eine Abwägungssache. Ich glaube, das ist logisch. So, grundsätzlich ist das Betriebsergebnis eben Saldo von Erlösen und Kosten für ein bestimmtes Merkmal. Und in der Merkmal einer Betriebsergebnisrechnung, also wenn wir wirklich auf den Betrieb, auf den Ort der Kombination von Produktionsfaktoren schauen, dann geht es natürlich um einzelne Produkte beispielsweise. Bei VW beispielsweise um typischerweise solche Sachen wie VW Golf, VW Passat, VW Tiguan, VW irgendwas. Ja, da hat man nämlich einzelne Produkte. Wir können aber auch Sparten haben. Jetzt bleiben wir bei entsprechenden, ja, bei so einem Automobilhersteller, der hat die Sparte PKW, der hat die Sparte vielleicht Lastkraftwagen oder leichte Kraftwagen, das sind diese Sprinter beispielsweise. Das heißt, man kann das spartengerecht betrachten. Das können Sie auf alle Bereiche übertragen, nämlich beispielsweise auch auf die Banken. Bei denen ist diese Betriebsergebnisse immer entscheidend für bestimmte Kundengruppen. Bei denen sind es Kundengruppen, also beispielsweise der Privatkunde. So sind fast alle Banken aufgestellt. Privatkunden, Geschäftskunden. Bei Geschäftskunden nochmal unterschieden in kleine und große mittelständische Geschäftskunden, weil die natürlich auch unterschiedliche Produkte bei mir nachfragen. Ne? Also Millionenkredite wird es nicht beim Privatkunden typischerweise geben. Und deswegen braucht man natürlich dort auch wieder andere Qualifikationen des Personals. Das heißt, es richtet sich natürlich wieder alles den Zielen der Organisation unter und natürlich damit auch den spezifischen Eigenschaften des jeweiligen oder der jeweiligen Produkte. So, diese Ausprägung der Betriebsergebnisrechnung kann eben intern sein. Also wenn ich beispielsweise auch einfach meine Werke in Wolfsburg und Salzgitter vergleichen will oder eben auch bis hin zu externen Marktsegmenten, also wie ich es gerade angesprochen habe, dass man in unterschiedlichen auch ja, räumlichen Dimensionen einfach denkt und damit eben verschiedene Regionen betrachtet, also als Summe beispielsweise des Gesamtabsatzes von VW in Russland beispielsweise, egal ob es jetzt die kleinen Lastwagen sind oder eben Kfz. Das Ganze, was ich jetzt hier angedeutet habe, das spiegelt sich nochmal ein Stück weit hier wieder.
Wir haben eben diese unterschiedlichen Merkmale, von denen ich jetzt schon gesprochen habe, die ich typischerweise aus einem ERP-System standardmäßig rauskriege, wenn ich mir die Mühe mache, alle diese Merkmale natürlich als Bewegungsdaten auch zu erfassen. Das kann eben alles Mögliche sein: Geschäftsfelder, Sparten, Branchen, Kunden, Produktgruppen und so weiter. Und dann kann man eben natürlich über die unterschiedlichen Merkmale natürlich auch Ergebnisobjekte definieren. Hier zum Beispiel Umsatz- und Flussdeckungsbeitrag im Produkt in der Region. Und darüber kriege ich natürlich eine wunderbare, wenn ich jetzt gerade groß denke, an großen Unternehmen denke, eine wunderbare Auswertung und Transparenz in alle meinen Produkte, Kombinationen, vielleicht sogar mit den entsprechenden Regionen. Wozu brauche ich das oder wofür tue ich das eigentlich? Das sehen wir jetzt hier unten nochmal zusammengefasst. Also einmal geht es um die frühzeitige Situationsbeurteilung Unternehmenssteuerung, nämlich um den Forecast. Wie entwickelt sich denn jetzt hier mein Umsatz in einer gewissen Region? Wenn ich weiß, dass der Umsatz oder der Absatz sich nicht so entwickelt, dann muss ich sofort darüber nachdenken, auch im Controlling, ob ich beispielsweise die Produktion in einem bestimmten Werk, was zuliefert, unterbrechen kann. Das sehen Sie ja in der Automobilindustrie immer wieder. Wenn die Nachfrage bei denen beispielsweise mal nicht so läuft, dann verlängern die ihre Werksferien. Ja, das ist mal ein ganz probates Mittel, weil wenn die Werksferien machen, dann braucht man einfach nur die ein Stück weit verlängern beispielsweise. Zweiter Punkt hier, laufende Ergebnisanalyse durch Plan-Ist-Vergleiche. Naja, wir haben ja was geplant gegen das Ist, da sind wir wieder schon fast im Steuerungskreislauf. Dann sollte man das natürlich permanent im Auge behalten und diese Abweichung entsprechend analysieren, um, und das ist der dritte Punkt hier, Auskunft über Ansatzpunkte zur Verbesserung der Ergebnissituation zu liefern. Und das heißt also genau sich zu überlegen, in so einem Konglomerat von einem Großkonzern kann es ja auch sein, dass der Laden in Summe sehr, sehr gut läuft, ja, sehr gut läuft, aber in gewissen Sparten oder Branchen oder Teilen läuft es überhaupt nicht gut. Hier können Sie als Beispiel, wenn das ein bisschen so verfolgt, auch die Deutsche Telekom heranziehen. Die Deutsche Telekom ist in den letzten Jahren eigentlich immer ziemlich erfolgreich gewesen, im Mobilfunkgeschäft in den Vereinigten Staaten, aber in vielen anderen Bereichen, läuft das überhaupt nicht so gut. Das heißt also, wir sehen beispielsweise die Tochtergesellschaft T-Systems, das ist so etwas wie ja, ein großer IT-Dienstleister, die hangeln sich von Jahr zu Jahr von einer, ich sag mal, ja, von einer Krisensituation zur nächsten Krisensituation. Dauernd werden da irgendwelche Vorstände ausgetauscht. Das heißt also, in so einem Riesenkonzern kann das Gesamtergebnis toll sein, aber hier so ein Ergebnisobjekt oder ein Bereich kann nicht gut sein. Und deswegen auch diese Analysen in so einem ja, großen Ausmaß, jedenfalls in großen Konzernen. So, zum Abschluss dieses ersten Teils schauen wir mal hier drauf. Ich wollte Sie darauf aufmerksam machen, es gibt hier eben immer die Frage, wie sich Controlling weiterentwickelt. Das ist also hier eine Fachzeitschrift sozusagen vom Herrn Weber, der das immer analysiert. Und was hier interessant ist, wie hat sich Controlling in den letzten Jahren verändert beispielsweise? Und da kann man hier sehr gut erkennen, also zum einen diesen Bedeutungszuwachs von digitalen Kompetenzen, das sehen Sie hier. Also digitale Kompetenzen, nämlich Datenanalysen und so weiter. Das heißt, die Rolle des Controllers ist jetzt eben noch tiefer, sich mit diesen ja, Inhalten auch der vorhandenen Datentöpfe zu beschäftigen. Das erfordert natürlich hier diese digitalen Kompetenzen. Dann, was Sie auch sehen, ist hier agile Unternehmenssteuerung, also nicht mehr dieses Reaktive. Und noch ein paar Sachen, die dazugekommen sind, sind hier sowas wie Controller-Nachwuchs oder auch hier Business Analytics, also wirklich auch die Analyse der Datentöpfe. Man kann hier eben auch erkennen, das ist ja die Vorhersage für 2022, bleibt eben immer noch bei den Informationssystemen. Das heißt, hieraus können Sie eben ganz genau auch ablesen, welche Richtung Controlling sich in Zukunft entwickeln muss. Controller als Aufgabe ist wirklich ein toller Job, kann ich Ihnen nur empfehlen. Aber Sie haben sich ja, die meisten von Ihnen, ja, sag ich mal, für eine andere Karriere entschieden. Wir machen hier Controlling ja nur ein Stück weit am Rande, damit Sie verstanden haben, was Unternehmenssteuerung eigentlich bedeutet und was die Controlling im Unternehmenssteuerungskontext im Kern bedeutet. Gut, dann würde ich jetzt hier erstmal wieder unterbrechen und dann machen wir uns im zweiten Abschnitt weiter. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund, bis bald, ciao, ciao.